Hallo! Ja, ich bin voll aufgeregt heute auf dieses Video, beziehungsweise überhaupt so, denn es gibt riesengroße Neuigkeiten. Sie ist nicht schwanger? Nein. Aber... Oder? Nein. Aber Baby Express 94 gibt's nicht mehr. Wir brauchten was Neues. Wir hatten irgendwie keine Lust mehr so richtig auf nur noch in Verbindung mit Baby gebracht zu werden oder... Ja, der Name war überhaupt irgendwie total doof. Weil man muss ja dazu sagen, ja. Als dieser Name entstanden ist, da war das ja überhaupt nicht so gedacht, dass man damit mal so viele Menschen erreichen kann, wie es jetzt ist, sondern das war ja einfach nur aus einer Laune heraus. Anna war zu Hause und sie hat sich gesagt, hey, das, was da so 2, 3 andere bis jetzt machen im Internet, das möchte ich auch machen. Und deswegen hat man dann gedacht, okay, was gibt's für Namen? Haben irgendwie ein bisschen rumprobiert und es war eine Sache von einer Stunde oder so. Und dann hatten wir Baby Express und haben einfach eine 94 dran gehangen, weil Baby Express, so gab's halt schon. Es hat sich ja enorm erweitert. Also das ist ja über das Kochen, über Familienalltag, über Kleinkind, über uns auch als Paar. Das ist ja... ist ja so komplex irgendwie geworden, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, es ist Baby Express 94. Und deswegen haben wir uns jetzt über Wochen hinweg Gedanken gemacht, wie man einen eventuellen neuen Kanal nennen könnte, beziehungsweise wie man den alten Kanal umbenennen könnte. Und wie man das Ganze aufbauen kann und was dazukommen soll, was sich ändern soll. Und das alles erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht, was sind wir denn? Also was... was zeichnet uns denn aus? Was ist das, was ihr auch mögt? So, und... was sollte in Zukunft auf dem Kanal sich abspielen? Wir sind eigentlich ganz normal, wenn man so will. Also wir sind eigentlich stinknormal. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Und wir haben hier, wo wir wohnen, halt ganz viel Natur. Und wenn wir zurückgehen auf das, was uns und unsere Kindheit ausgemacht hat und das, was die Kindheit von unseren Kindern jetzt ausmacht, sind wir dazu gekommen, dass man das eigentlich alles irgendwie auf die Natur zurückführen kann. Ja. Und war ja auch der Schwerpunkt, was weiß ich, wenn es ums Stillen geht, wenn es um die Ernährung geht oder wenn es um... Kleidung geht oder sowas, immer wieder irgendwie auf dieses Thema gelenkt wird, haben wir gesagt, der neue Kanalname muss sein... Natürlich Anna! Ja. Genau. Ja. Weil es soll alles halt ganz natürlich sein. Genau. Wir wollen uns, also wir wollen so sein, wie wir sind. Wir wollen uns nicht verstellen wegen irgendwem oder wir wollen nicht irgendwelche Videos hochladen, nur weil sie gerade gut ankommen oder nicht irgendwelche Bilder posten, nur weil sie gerade mega gehypt sind, sondern wir wollen das machen, was uns gefällt. Wir wollen natürlich wir bleiben. Und deswegen ist der neue Name natürlich Anna und anders wir. Ja, das passt einfach super zu uns und vor allem schränkt es uns in keinster Weise ein. Wir können also auch in 2 Jahren sagen, hey, wir wollen gar nichts mehr mit Kindern oder Babys machen. Und wir steigen auf eine komplett andere Schiene um. Und ja, was jetzt für euch sicherlich noch offen ist, ist die Frage, was ändert sich? Also es ändert sich der Name und es ändert sich das Design. Was bleibt, sind wir. Wir bleiben. Es wird weiterhin so die Themen geben, die ihr immer wieder liebt, also den Fragenfreitag mit uns zusammen oder verschiedene Ausflüge, die wir mit der Kamera begleiten werden und ja, alles, wie gesagt, bunt gemischt. Wir wollen einfach das machen, was uns Spaß macht. Ja, ansonsten bleibt zu sagen, dass halt unser Name sich auf allen Portalen ändert, das heißt auch auf Facebook und auf Instagram. Werden wir jetzt halt Design und Namen ändern, so dass ihr uns immer unter Natürlich Anna findet. Und mich oder Papa Franz bei Instagram. Ja, das bleibt auch. Also es bleibt auch sein Papa-Thema sozusagen, das Männer-Thema bleibt. Und ja, Franz gibt es wie gesagt bei Instagram unter Papa Franz. Genau, wird auch alles verlinkt, ihr werdet das alles sehen. Ansonsten gibt es noch eine weitere riesengroße Neuigkeit. Ich hoffe, ihr bleibt noch so lange dran. Denn es gibt uns jetzt nicht nur in Videoform, sondern auch in Schriftform als Blog. Auch der Blog heißt Natürlich Anna und ihr findet ihn einfach unter www.natürlichanna.de. Und dort ja, könnt ihr jetzt schon so ein kleines bisschen stöbern, aber es kommen jetzt in den nächsten Tagen ganz, ganz viele neue Posts rein, damit erstmal so eine Grundbasis da ist, damit ich sehen kann, was euch interessiert. Und ja, ich freue mich super doll aufs Schreiben. Ich habe es einfach so, das Fieber fürs Schreiben so ein bisschen wieder entdeckt. Das habt ihr vielleicht auch auf meinem Instagram-Account gemerkt. Und deswegen musste jetzt einfach noch ja, neben der Videoform ein Blog her. Es wird nicht täglich Videos und nicht täglich Blogposts geben, aber es wird sich gut in der Waage halten, schätze ich mal. Wir wollen es überhaupt nicht festlegen, weil wir das einfach alles so an unsere ja, Lust und Laune anpassen wollen. Und wie wir schon ganz oft gesagt haben, wir wollen nicht posten, nur um was zu posten, sondern es soll wirklich einfach Spaß machen.
Wir wollen halt irgendwie natürlich und authentisch bleiben. Wir richten uns ein bisschen mehr noch nach uns. Ja. Weil ich glaube, dass es am Ende auch für euch besser ist. Ja. Ja. Ja, und dann hoffen wir, dass euch das alles gefällt. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und sind gespannt, wie wir das Ganze so umsetzen können, was wir uns so vorstellen. Und damit soll es das jetzt auch gewesen sein. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem neuen Blog. Die Kategorien und sowas, die kommen dann alles noch im Laufe der Zeit. Und dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß mit diesem Projekt, sage ich mal, haben werdet wie wir. Und ja, damit war es das jetzt von uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.